Welcome to the RC3. Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Herzlich willkommen auf der Franconian.net Stage. Am Dienstag ist es aufgrund von technischen Problemchen uns nicht ganz gelungen, euch den Talk Die rosa-rote Brille des Fediverse in voller Gänze zu präsentieren. Darum haben wir nun die Ehre, euch ein weiteres Mal ES9 vorzustellen und wir wünschen euch viel Spaß ein zweites Mal und hoffentlich ohne Unterbrechungen mit dem Talk Die rosa-rote Brille des Fediverse. Das Fediverse. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des pluralistischen öffentlichen Diskurses, welcher etliche Hops entfernt von Localhost stattfindet, um fremde Meinungen zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Wir finden hier Debatten vor, die nie ein Mensch zuvor geführt hat. Servus, ich bin der Eminent Steinhammer, auch bekannt als ES9. Dies ist mein Talk für den Remote Chaos Communications Congress über die rosa-rote Brille, die wir aktuell aufhaben, wenn wir über das Fediverse sprechen. Ich selbst studiere hier in Wien Politikwissenschaft, bin Vorstandsmitglied beim Chaos Computer Club Wien und bin sehr aktiv in unserem Wiener Hackspace MetaLab. Dass ich heute zu euch spreche, hat damit zu tun, dass sich im MetaLab eine lokale Diskussionsrunde zum Thema digitale Öffentlichkeit gegründet hat. Aber viele von euch werden eventuell noch gar nicht so genau wissen, was dieses Fediverse überhaupt ist. Darum werde ich das nun kurz erklären. Das Fediverse ist ein föderiertes Social Media Netzwerk. Dies unterscheidet es von geschlossenen Plattformen wie Facebook oder Twitter. Ein föderiertes soziales Mediennetzwerk bedeutet, dass sich viele verschiedene selbstverwaltete Gemeinschaften mit ihren Servern zusammengeschlossen haben, um in den Diskurs miteinander zu treten. Anders also als bei geschlossenen Silos können im Fediverse die NutzerInnen instanzübergreifend miteinander kommunizieren. Ähnlich also wie beim E-Mail-Verkehr, bei dem wir Mails ebenfalls von einem Server zum anderen E-Mails schicken können, um miteinander zu reden, können wir also auch im Fediverse Nachrichten von einer Instanz zu einer anderen schicken. Die Standards dahinter heißen ActivityPub und ActivityStream. Anders als bei E-Mails, bei denen es hauptsächlich um den direkten Nachrichtenaustausch und seltener um Gruppen in Form von Mailinglisten geht, ist das Fediverse ein Ort, in dem vor allem öffentliche Kommunikation und Diskurs stattfinden und seltener der Austausch direkter Nachrichten. Dabei ermöglicht das Fediverse nicht nur die Abbildung von Texten, sondern es kann auch eine Vielzahl verschiedener Geschmäcker abbilden. Von Mikroblogging wie Mastodon über Veranstaltungskalender wie Mobilison und digitaler Fotoalben wie Pixelfeld bis hin zu Videopodcasting und Streaming mit PeerTube kann Mensch hier zahlreiche Dienste finden, um hier nur ein paar zu nennen. Der Vorteil ist unbeschreiblich. Während kleine neue Alternativen zu den großen geschlossenen Platzhirschen oft keine Überlebenschancen haben oder an geringer Aktivität aushungern, bietet das offene Feld des Fediverse eine Alternative für neue innovative Ideen. Jede neue Anwendung kann durch die Kooperation der Dienste auf eine bestehende NutzerInnenbasis zurückgreifen und sie bedienen. Auch deswegen ist die NutzerInnenbasis und das generelle Interesse am Fediverse in den letzten Jahren massiv gestiegen. Schnell machte sich der Glaube breit, endlich ein Allheilmittel gegen GAFA gefunden zu haben. Doch wir befinden uns nun 4 Jahre nach dem großen Aufschwung des Fediverse. Zeit, die rosa-rote Brille abzunehmen und uns zu fragen, wie sollte öffentlicher Diskurs eigentlich aussehen? Kann das Fediverse das leisten? Und was sind die Gefahren für diese blühende Kooperation selbstverwalteter Gemeinschaft?
Aber bevor wir uns diesen Fragen widmen können, muss ich zunächst einmal einen Begriff erklären, den ich hier so selbstverständlich verwendet habe, nämlich die Öffentlichkeit. Das ist ein Begriff aus der Sozialwissenschaft und kein technischer Begriff, wie die meisten von euch wahrscheinlich bereits festgestellt haben dürften. Aber auch Privatsphäre ist eigentlich ein Begriff, der eher aus der Juristerei oder den Sozialwissenschaften stammt. Datensicherheit wäre ein technischer Begriff. Was ist Öffentlichkeit und warum ist das relevant? Öffentlichkeit ist der Raum, in dem öffentlicher Diskurs stattfindet und politische Meinungen geschaffen werden. In einer Autokratie würde eher Entscheidungen öffentlicher Ämter als Öffentlichkeit betrachtet werden. Aber ich richte mich hier nun vor allem an Personen, die in Demokratien leben, und hier steht die Öffentlichkeit eben für den Raum, in dem Meinungen diskutiert werden. Digitale Öffentlichkeit steht dann zum Beispiel für Online-Foren. Aber in den letzten Jahren ging es im Diskurs um die digitale Öffentlichkeit vor allem um die großen geschlossenen Plattformen wie Twitter und Facebook. In den letzten Jahren aber auch das Fediverse, welches eine Alternative zu den geschlossenen Plattformen bietet. Posts, die ich ins Fediverse stelle, sind standardmäßig öffentlich. Ich kann sie jedoch auch auf wenige Personen, etwa auf meine Follower, eingrenzen. Hier muss Mensch sich aber fragen, wie viele Personen erreicht werden. In der Sozialwissenschaft sprechen wir ab circa 350 Personen von PR. Das hat den einfachen Grund, dass wir in Studien sehen, dass 350 Personen die gemessene Grenze an aktiven Full-Duplex-Kontakten sind, die wir Menschen üblicherweise haben. Darüber ist die Kommunikation meist nur mehr in eine Richtung. Daher spreche ich darüber von Öffentlichkeit. Nur ein kleiner Kreis hier für mich im Bereich der Privatsphäre. Und es gibt verschiedene Formen, wie wir Öffentlichkeit konstruieren können. Es gibt die übliche liberale oder auch sozialliberale Öffentlichkeit. Dort sind Medien vor allem im Privatbesitz. Sie sind selbstreguliert. Sie sind stark vom freien Markt dominiert, müssen sich also ständig diesen Marktzwängen geben. Und zusätzlich ist der Zugang zur Öffentlichkeit, also wie viel Aufmerksamkeit kann ich erreichen, ökonomisch begrenzt. Also ich muss zahlen, wenn ich eine Öffentlichkeit erreichen will. Dies muss nicht immer ein Geldwert sein. Öffentliche Aufmerksamkeit kann gegen jede Form von ökonomischem Kapital oder politischer Macht getauscht werden. Ein modernes demokratisches Gegenkonzept zu dieser liberalen Öffentlichkeit ist das sogenannte pluralistische Öffentlichkeit. Eine pluralistische Öffentlichkeit sieht ein bisschen anders aus. Dort ist der Besitz von Medien vor allem an Gruppen gebunden, also diverse soziale Gruppen, manchmal auch an Individuen. Auch hier reguliert sich diese Gruppe mit Hilfe selbstgegebener Regeln, aber unterwirft sich gesamtgesellschaftlichen Grundprinzipien, etwa den Menschenrechten, einer Verfassung oder gemeinsamen Standards. Und wesentlich ist, dass diese Gruppen auch miteinander kooperieren. Sie sind also interoperabel. Chantal Mouffe nennt dies eine Gegnerschaft und stellt diese in Kontrast zu einer Feindschaft, welche keine Interoperabilität hätte. Einer der Grundgedanken hinter dieser pluralistischen Öffentlichkeit im Gegensatz zur liberalen ist eben, dass die Gesamtgesellschaft nicht in jedem Punkt einen Kompromiss finden muss. Diversität an Meinungen und Gestaltungsfreiraum ist etwas Gutes. Und vor allem lehnt sie auch den Gedanken ab, dass es den idealen, rationalen Kompromiss für alle geben würde. Vielmehr wird hier davon ausgegangen, dass in liberalen Gesellschaften die Kompromisse meist jene Modelle sind, die der Mehrheitselite am dienlichsten sind. Die pluralistische Öffentlichkeit würde hier vielmehr eine Koexistenz sozialer Gruppen bevorzugen. Auch in Simulationsspielen sieht Mensch, dass Diversität die Lebensfähigkeit einer Gesellschaft fördert.
Eine Grenze gibt es jedenfalls für jede pluralistische Öffentlichkeit. Es sollte nicht zu einer Feindschaft kommen, also zu einer Polarisierung, in der verfeindete Gruppen einander gegenüberstehen, sondern eben maximal zu einer Gegnerschaft, bei der Mensch noch immer aufgrund gemeinsamer gesellschaftlicher Standards miteinander kooperiert. Ich will Sie jetzt vielleicht nicht wundern, dass vielfach vorgeschlagen wurde, dass das Fediverse als eine solche pluralistische Öffentlichkeit gesehen werden sollte. Es gibt dort eben zahlreiche Communities. Ich kann dort auf einer chaosnahen Instanz sein, auf einer queeren, auf einer POC oder auch auf einer mit literarischen oder künstlerischen Fokus. Je nachdem, was meine eigenen Interessen sind und was meine eigenen sozialen Bezugsgruppen sind, kann ich mir dort eine Instanz suchen, der ich beitrete. Aber ich bin dann nicht darauf begrenzt, dass ich nur mit Menschen auf meiner Instanz kommuniziere. Ich kann mit allen anderen Gruppen, die im Fediverse sind, ebenfalls kommunizieren. Und wir wissen, dass das auch sehr stark stattfindet. Also Fediverse-NutzerInnen haben wirklich auch starke Verbindungen zu NutzerInnen außerhalb ihrer eigenen Instanz. Und was auch die rosa-rote Brille gefördert haben dürfte, Diskurs läuft im Fediverse aufgrund der Struktur anders ab. Zum Beispiel schreibt das Fediverse seinen NutzerInnen nicht so viel vor. Dieses Jahr wurde unter anderem stark der rassistische Bias des Twitter-Algorithmus bei der Auswahl von Bildausschnitten diskutiert. Im Fediverse kann ich dagegen selbst diese Auswahl treffen. Aber außer dieses philosophischen Prinzips der Algorithmic Serenity hat das Fediverse auch noch eine strukturelle Komponente, die etwas ändert. Wir sehen nämlich, dass die meisten Instanzen irgendwann zwischen 500 und 1500 NutzerInnen die Neuzugänge stark einschränken. Und dies führt dazu, dass im Fediverse eine Moderatorin auf ungefähr 750 NutzerInnen kommt. Noch dazu sind diese ModeratorInnen selbst Teil meiner sozialen Gruppe und sitzen nicht wie bei Twitter oder Facebook irgendwo in einem anderen Land ohne sozialen Bezug, was dazu führt, dass sie den sozialen Kontext von Posts besser erkennen können und auch über den direkten Kontakt mit den PosterInnen stehen und sie etwa auch darum bitten können, echte Content Warnings zu verwenden. Dass die meisten Instanzen darüber zumachen, liegt vor allem auch daran, dass der Moderationsaufwand ab 500 bis 1500 NutzerInnen die eigenen Moderationskapazitäten übersteigen. Es sind also weniger die Ressourcen für die Server, sondern vielmehr jene für die Moderation. Aber es gibt auch Gefahren für diesen Pluralismus. Eine davon ist Blocking. Wir sind nämlich darauf angewiesen zu blockieren. Auch wenn dieses erstes Paradox erscheint, nachdem wir diese pluralistische Gesellschaft haben, die nur auf einer Gegnerschaft und nicht auf einer Feindschaft basieren sollte. Es gibt auch Menschen, die es nicht nur gut meinen und die pluralistische Öffentlichkeit lässt es durchaus zu, Personen und Gruppen zu blockieren, die das gemeinsame Fundament der Gesellschaft verlassen haben. Dies beschreibt eine, sagt schon Chantal Mouffe, auf die das Konzept der pluralistischen Öffentlichkeit zurückgeht, aber viel bekannter ist das Toleranzparadoxon von Sir Karl Popper. Nach ihm darf eine tolerante Gesellschaft nicht tolerant gegenüber der Intoleranz sein, wenn diese keinem rationalen und offenen Diskurs mehr zugänglich ist. Und für mich ist dieses Fundament der Gesellschaft der Artikel 1 Satz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Recht geboren. Und wer das ablehnt, verlässt dieses Fundament. Das sind zum Beispiel Nazis, TERFs etc. Zurück zum Fediverse. Aber es gibt verschiedene Arten von Blogs und nicht jeder Blog ist für diese gesellschaftliche Debatte überhaupt relevant.
Nämlich wenn ich mich persönlich entscheide, je Mensch zu blockieren, ist es völlig in Ordnung und egal aus welchen Gründen. Das kann ich selbst für mich entscheiden. Das kann sein, weil ich mich mit einem Freund gestritten habe. Es kann aber auch rein zufällig und arbiträr sein. Für uns relevant ist also nicht der individuelle Block. Für uns relevant sind kollektive Blocks. Einerseits kollektive Blocks von Individuen, wie wir sie zum Beispiel von Twitter mit Blocking-Listen kennen. Aber im Fediverse viel relevanter ist, wenn eine Instanz ein Individuum oder eine andere Instanz blockiert bzw. deföderiert. Ein Individuum, das blockiert wurde, kann diesen Block auch umgehen, indem es einen neuen Account erstellt. Das kann auf derselben Instanz, aber auch auf einer anderen Instanz sein. Was das Individuum dadurch verliert, sind all die Verbindungen zu ihren Kontakten und müsste diese neu aufbauen. Mensch kann jetzt sagen, ja, das ist nicht so schlimm, wenn diese Person zum Beispiel homophob oder transfeindlich war. Das bedeutet nämlich, dass die Person all ihre homophoben und transfeindlichen Kontakte aufgeben müsste, um wieder mit dem Großteil des Fediverse in Kontakt treten zu können. Es gibt hier also einen dezidierten Pfad der Deradikalisierung. Wenn eine Instanz blockiert wird, gibt es deswegen keinen Mechanismus, der diesen Block wieder aufhebt, wenn diese Instanz sich gebessert hat oder fälschlicherweise blockiert wird. Wir haben ein reales Beispiel dafür. Das war Gap, eine sogenannte Free Speech Instanz, die vor allem von Rechtsradikalen und Rechtsextremen gebildet wurde. Das hat übrigens sehr gut funktioniert, also das Blocken dieser Instanz. Das heißt, das Fediverse ist naziresistent. Aber auch Instanzen, die mit Gap föderiert haben, wurden blockiert. Nun, die Argumentation dafür ist natürlich sinnvoll. Wenn die nicht bereit sind, Nazis zu blockieren, dann kann ich meinen eigenen NutzerInnen nicht garantieren, dass sie sich sicher sind, wenn sie diese Leute weiterhin ausgesetzt sind oder indirekt ausgesetzt sind. Also entschied Mensch, sich auch jene, die Gap nicht blockiert haben, zu blockieren. Die Frage ist nun, was passiert, wenn eine Instanz bloß noch nicht bemerkt hat, dass Gap das gemeinsame gesellschaftliche Fundament verlassen hat, oder die Instanz war sich anfänglich einfach noch nicht sicher und entschied sich schlussendlich, Gap doch zu blockieren. Diese Instanz hätte aktuell eigentlich keine Möglichkeit, wieder ins System zurückzufinden, und die soziale Gruppe bzw. Personen darauf haben keine Möglichkeit mehr, sich zu deradikalisieren, weil ihre eigenen Kontakte, von denen sie nicht blockiert sind, nur mehr Rechtsextreme auf Gap sind. Da heißt mein Argument, klar, Instanzen sollen andere Instanzen blockieren dürfen, sie sollen sich auch selbst die Regeln dafür geben dürfen, also es kann beispielsweise eine Instanz geben, die etwa mit kapitalistisch geprägten Instanzen nicht föderieren will, ist völlig in Ordnung, wenn Sie das so schriftlich in einem Code of Conduct festhalten. Dann gäbe es klare Regeln, an denen sich andere Instanzen orientieren können. Das tun die meisten Instanzen auch bereits. Was es allerdings aktuell nicht gibt, sind Einspruchsmechanismen. Falls sich Individuen oder Instanzen fälschlicherweise blockiert wurden oder sich gebessert haben. Um dem gerecht zu werden, würde es schon reichen, eine zweite Moderationsperson zu haben, die bei einem Einspruch einen Kontrollblick macht. Dazu müsste ein Kontakt, an dem Mensch sich wenden kann, im Code of Conduct angeführt werden. Um Missbrauch vorzubeugen, wäre es auch in Ordnung festzulegen, dass Mensch nur einmal pro Jahr oder alle 3 Jahre einen Einspruch einlegen kann. Das ist aber viel wichtiger für Instanzen, denn Einzelpersonen, die sich deradikalisiert haben, können ihre Identität auch zu einem nicht geblockten Server umziehen. Die zweite, viel größere Gefahr sind aber korrupte Server, also Instanzen, die sich nicht an den gemeinsamen Standard halten. Ich muss jetzt etwas ausholen. Wir sehen, dass sich die Größe von Instanzen genauso verhält wie die Größe von Städten oder Dörfern. Das heißt,
Die größten ein bis drei Instanzen haben gemeinsam genug Dominanz, dass wenn sie vom Standard abweichen, alle kleineren Instanzen ihnen nachwandern würden, da sie weiterhin mit den großen, mit dem Großteil des Fediverse in Kontakt bleiben wollen. Das Prinzip dahinter nennt sich Zipf's Law und das kennen wir eben, wie gesagt, bereits von Städten und so verhalten sich auch die Instanzen. Wir sind aber nicht darauf vorbereitet, wenn eine dieser großen Instanzen korrupt wird. Was ist, wenn die größte Mastodon-Instanz sich dazu entscheidet, ihre NutzerInnen einzusperren, also die Föderation abzuschalten? Plötzlich könnten die NutzerInnen nur mehr mit den NutzerInnen auf der eigenen Instanz kommunizieren. Was für die NutzerInnen der größten Instanz eigentlich kaum ein Problem sein wird, denn sie haben einen großen Pool an FreundInnen, mit denen sie weiterhin kommunizieren können. Aber Leute auf kleinen Instanzen oder Leute, die sich eigene Instanzen geschaffen haben, können mit dem Großteil der NutzerInnen im Fediverse nicht mehr kommunizieren. Und das sind daher entweder darauf angewiesen, selbst wieder auf die große Instanz umzuziehen oder ihre eigenen Server aufzugeben. Geschichtlich sehen wir dieses Problem nicht nur im Fediverse, es ist auch bei RSS oder XMPP passiert. Das kann auch dem Fediverse passieren. Das ist vor allem auch eine Gefahr, der wir kurz bevorstehen, denn im Digital Services Act, der kürzlich von der EU-Kommission vorgestellt wurde, stehen auch Verpflichtungen zur Interoperabilität für Gatekeeper, also etwa Twitter oder Facebook. Diese müssten dann ihre APIs so weit freischalten, dass sie theoretisch mit dem Fediverse kompatibel wären. Das würde bedeuten, dass Fediverse-Instanzen die Standards von Facebook und Twitter übernehmen, weil sie zukünftig mit diesen in Kontakt treten wollen. Und wir sind überhaupt nicht darauf vorbereitet. Nun, viele dieser beiden Probleme, die ich bereits angesprochen habe, könnten gelöst werden, wenn wir eine größere User Portability schaffen würden. Aktuell bietet Mastodon eine relativ gute Möglichkeit an, aber wenn sich eine Mastodon-Instanz dazu entscheidet, ihre NutzerInnen einzusperren, könnten diese auch nicht mehr den Server wechseln. Es gibt hier Ideen der dezentralen Identität, DID ist einer dieses Konzepte, die auch im W3C standardisiert werden. Und die könnten hier wirklich auch ein Gamechanger werden. Aber im Hinblick auf den Digital Service Act der Europäischen Union sollten wir nicht nur dafür sorgen, dass die Interoperabilität der Gatekeeper ausgebaut wird, sondern auch, dass diese Interoperabilität auch auf einer User Portability gebunden wird, so dass NutzerInnen ihre Profile mit ihren Kontakten umziehen können und von einer Instanz zu einer anderen, von Gatekeepern zu kleineren, aber natürlich wird es vereinzelt auch den umgekehrten Strom geben. Eine andere Frage ist, wenn Facebook und Twitter öffnen müssen, die haben doch dieselben Moderationsprobleme wie Gab. Wir sehen dort sehr viel rechtsextremen Content. Viele von uns sind deswegen überhaupt erst geflüchtet in queere Gruppen, in Find-Gruppen etc., um dort einen Safe Space im Fediverse zu haben. Und plötzlich sind Facebook und Twitter dazu angewiesen zu öffnen und wir begrüßen das. Juhu! Und übersehen dabei, dass dort sehr viel Hass existiert, den wir im Fediverse gar nicht haben wollen. Also müssen wir, wenn wir uns selbst die Code of Conducts geben, Facebook und Twitter blockieren und können deren NutzerInnen gar nicht zu uns umziehen. Das ist ein Problem, für das ich selbst noch keine Lösung habe. Auf Facebook und Twitter ist das Verhältnis von ModeratorInnen zu NutzerInnen gewaltig. Also es gibt kaum ModeratorInnen für die vielen NutzerInnen.
Wir können das genaue Verhältnis nicht. Und noch dazu befindet sich deren ModeratorInnen oft in einem ganz anderen sozialen Kontext als die NutzerInnen, wodurch es oft zu falschen Löschungen kommt. Aber eben andererseits auch, dass viel Hass durchkommt durch die Moderation, den wir im Fediverse gar nicht haben wollen. Wie gehen wir damit um? Ich weiß es nicht. Einerseits wollen wir ja, dass deren Services aufgebrochen werden. Break them open ist ein Spruch, den ich in den letzten beiden Jahren immer wieder am Congress gehört habe, in Bezug auf die großen Plattformen. Aber wenn diese aufbrechen und plötzlich Interoperability bieten müssen fürs Fediverse, können wir trotzdem nicht mit ihnen föderieren, weil wir uns selbst Regeln gegen Rechtsextremismus, gegen Homophobie und gegen Transfeindlichkeit gegeben haben. Und andererseits wollen wir diese Nutzerinnen irgendwie befreien. Das werden wir wohl das nächste Jahr intensiv diskutieren müssen. Und wir müssen uns auch überlegen, was dies für den Digital Service Act bedeutet und wie wir ihn beeinflussen müssen, um das Fediverse nicht zu gefährden, aber die Services trotzdem erfolgreich aufzubrechen. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit euch. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Talk, Ist9. Und wir haben auch schon von Dienstag schon ein paar Fragen, die ich dir nun stellen werde. Zum Ersten, gibt es die Datenportabilität nicht schon durch die DSGVO? Also, es gibt durch die DSGVO tatsächlich eine Datenportabilität und die beinhaltet eben auch maschinenlesbare Daten, aber User Portability ist nicht dasselbe wie Datenportability, weil bei der User Portability muss ich ja auch bestätigen, dass ich dieselbe Person bin und dass ich berechtigt bin, den Personen, denen der alte Account gefolgt ist, wieder zu folgen und dass die mir wieder folgen. Ansonsten würde ich ja diese ganzen Kontakte wieder aufgeben und das benötigt einen Verifikationsschritt. Und dazu gibt es eben verschiedenste Ideen, wie man das unabhängig von der Ursprungsinstanz machen kann, damit man eben, falls die Instanz sich entscheidet, falls sich die Instanz entscheidet, Föderation abzuschalten oder so, davon nicht betroffen ist. Und andererseits ist natürlich auch unabhängig von den Gatekeepern zu machen, falls wir die aufbrechen, wie es im DSA stehen würde. Gut. Hast du den Eindruck, dass kleine föderierte Systeme im DSA mitgedacht wurden? Und falls nicht, was können wir dafür tun? Oh shit. Entschuldigung. Kleine föderierte Systeme wurden eigentlich nicht wirklich mitgedacht bei der Kommission. Aber das ist ja erst der erste Schritt im Prozess. Also nächstes kommt der DSA ins Parlament und beziehungsweise ist schon im Europäischen Parlament und wird auch noch zwischen den europäischen Regierungen verhandelt. Und vor allem im Parlament haben wir schon einzelne Abgeordnete, die im Fediverse sind oder das Fediverse kennen und da eine gewisse Priorität drinnen sehen. Natürlich müssen wir dort die Leute noch weiter ansprechen, damit wir nicht nur irgendwie bei den Linken und Grünen bleiben, sondern vielleicht auch die Liberalen und Sozialdemokratinnen etc. überzeugen. Auf der anderen Seite sind natürlich die nationalen Regierungen. Das wird viel spannender, dass wir dort auf die Regierungen zugehen. Wir hatten gestern tatsächlich auch eine Diskussionsrunde dazu, wie können wir auf diese Regierungen zugehen. Geht es zu euren lokalen NGOs, sprecht das Thema Interoperability und Usability an und das Fediverse und helft ihnen vielleicht? Auch das ist ein Ressourcenproblem, warum diese Themen neben den großen Themen im DSA nicht so sehr mitdiskutiert werden, weil der Fokus der meisten NGOs liegt aktuell auf Liability and Reliability.
Insofern helft's denen auch etwas zu Interoperability zu machen, dann geht dann natürlich mehr weiter. Ideal sind die Bemühungen der Gesetzgeber, die großen Netzwerke aufzubrechen und wird dabei explizit von ActivityPub und Fediverse gesprochen. Es wird dabei nicht explizit von ActivityPub und Fediverse gesprochen und vom jetzigen Kommissionsentwurf kann es in beide Richtungen gehen. In einer Richtung, die mehr Interoperability bedeutet und in einer Richtung, die nur gewisse APIs aufbrechen will quasi. Aktuell steht nämlich drinnen eben, dass APIs, die existieren, für alle verfügbar sein müssen bei den Gatekeepern und ein paar Kriterien, wann die Kommission jemanden als Gatekeeper einsetzt. Aber dieser Prozess ist eben noch offen, wie die Gesetzgebung hier weitergeht. Das Parlament wird vermutlich auf mehr Öffnung drängen und der Rat auf weniger Öffnung. Das wäre zumindest das typische Verhalten, aber Politik ist immer wieder mal überraschend. Das automatische Blockieren von Instanzen, die Inhalte von bereits blockierten Instanzen föderieren, ähnelt etwas dem Verhalten der USA, ihre Handelsaktionen in anderen Ländern mittels Sanktionen aufzuzwingen. Welche Gedanken spielen oder spielten dabei für die Abwägung im Fediverse eine Rolle? Die Rolle, also manche Instanzen entscheiden sich eben dazu, für ihre NutzerInnen vor allem ein Safe Space zu sein oder ein Space zu sein, wo sie sich frei entfalten können, weil das auf Facebook, Twitter etc. oft nicht in dieser Form gegeben ist. Und die befürchten eben, dass einerseits dieser Hass, der auf den anderen Plattformen existiert, dann indirekt doch auf sie zurückfällt. Vor allem könnte ihr Content so auch über Umwege von diesen geblockten Instanzen gefunden werden. Der andere Grund ist, dass viele dieser Instanzen, die überhaupt noch zum Beispiel mit Gap föderiert haben, oft eben selbst auch sehr viel Hass-Content haben oder fast ausschließlich Kontakte mit diesen. Insofern liegen die tatsächlich dort mehr in der Peripherie und dann entschieden sich eben einzelne Admins, dass sie die mitblockieren wollen. Das ist natürlich eine Diskussion, die nicht abgeschlossen ist, ob das so gut ist oder nicht. Da bin ich mir auch selbst nicht ganz so sicher, aber ich würde keinen Admin verurteilen, der eben so eine Instanz blockiert, weil es ist immer noch, solange sie es begründen, deren eigene Instanz, in der sie eben selbst eine Entscheidung treffen können. Wäre es ein Kompromiss, die Föderation mit kaputten, großen Plattformen nur über Allowlist, deren Einträge über den eigenen Instanzmodus beantragt werden, zu gestalten? Genau, den Vorschlag habe ich gestern in der Diskussionsrunde auch gehört, dass man quasi nicht per se mit Facebook, wenn es aufgebrochen wird, föderiert, sondern eben nur mit einzelnen NutzerInnen, die man erlaubt. Das muss ich mir noch länger durch den Kopf gehen lassen. Das ist ein interessanter Diskussionspunkt fürs nächste Jahr. Es könnte funktionieren, aber ich habe gestern eben auch Stimmen gehört, zum Beispiel vom Silema Weber, Christopher Lemmer Weber, der ein Activity mitgeschrieben hat, dass er das nicht für die Lösung hält. Werden wir diskutieren müssen im nächsten Jahr. Bis dahin gibt es im Moment noch keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich schon mal und schön, dass es diesmal auch ohne Probleme geklappt hat. Ich glaube, da freut sich auch drüber. Ansonsten noch viel Spaß im letzten Tag vom RC3. Bleibt gesund, bleibt alle gesund und bis demnächst. Welcome to the RC3.